Es ist wieder Zeit, gegen die Weltelite hier in LFM zu fighten, denn wir starten in die zweite Season der LFM Pro Series. Und wie wir sehen, sehen wir erstmal wieder relativ wenig. Die letzte Season, die hat es ja in sich gehabt von irgendwelchen Fails, von richtig, richtig geilen Zweikämpfen mit dem Jardi, von Wetterchaos. Es war wirklich alles dabei. Und Leute, wir starten heute wieder rein. Es sind unfassbar starke Namen wie McCormack, Smolja, Malinowski, Stapleford, Honzig, Busby, ich weiß nicht, wo ich hier aufhören soll. Also es sind unfassbar viele starke Fahrer dabei und unter anderem heute auch unser Teammate, der Noah Eder, auch wieder mit am Start. Also wir fahren ja auch zusammen als Team quasi. Und die letzte Runde im Qualifying, die hat hier glücklicherweise gesessen und da habe ich mir schon gesagt, okay, das wird heute ein ganz schwitziges Ding. Aber der Noah, der war noch auf einer schnellen Runde und... Nice, Alter. Ja! Er hat es tatsächlich geschafft, sich auf dem zweiten Platz zu qualifizieren. Also wir starten hier von P2 und P4 in dieses Rennen hinein. Und ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, aber der Kollege, der ist tatsächlich auf Slicks gestartet. Genauso wie der McCormack hier links neben uns, der von P3 startet. Also eine absolute Fehlentscheidung gewesen. Ich weiß nicht, ob es Absicht oder unabsichtlich war hier. Aber ihr seht schon, der Aston, der kommt gar nicht weg hier, der Kollege. Der hat auch die Warnblinklichtanlage angehabt, damit er hier alle vorwarnt, dass hier wahrscheinlich nicht viel gehen wird mit seinen Slicks. Und ihr seht auch, wie die Kollegen hier schon auf den Slicks zurückfallen. Und das war erstmal sehr, sehr gut für uns. Von der vierten Position bin ich hier auf die zweite Position vorgefahren. Und der Noah ist jetzt auf P1. Und wir führen das Rennen tatsächlich an als Kakrema Racing eSports. Eine Doppelführung und das gegen die Weltelite, die hier mitfährt bei LFM. Also das war schon mal. Und das auf Imola, Leute. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Auf Imola geht der Porsche hier eigentlich nicht so gut. Aber das lag natürlich auch am Regen, muss man ganz klar sagen. Der Regen hat uns hier wirklich in die Karten gespielt, während der Malinowski sich hier auch schon mal gegen die Slicks-Fahrer hier durchgesetzt hat und jetzt hier in unserem Nacken war. Und jetzt wurde schon das erste Mal ziemlich, ziemlich knapp. Der Noah bremst hier ziemlich früh und im Nassen. Ihr kennt es, wenn man da einmal ein bisschen zu spät bremst und den Bremspunkt minimal verpasst, dann kannst du manchmal überhaupt gar nicht mehr bremsen. Das Auto schiebt nur noch und das war wirklich sehr, sehr knapp, weil der Noah hier ein bisschen früher gebremst hat. Und wir haben mittlerweile den Vorsprung auf den Stapleford unten. Ihr seht es, 4 Sekunden ist der mittlerweile groß und das lief wirklich schon mal sehr, sehr gut. Also P1 bis 3 konnten sich hier schon mal leicht vom Feld absetzen, aber Leute, ihr seht unten auch den Wetterbericht. Wir haben in 10 Minuten leichteren Regen und in 30 Minuten, also ziemlich genau zur Halbzeit des Rennens, wird es hier komplett trocken, beziehungsweise es kommt kein Regen mehr dazu. Die Frage ist, wie schnell trocknet es ab? Und jetzt konnten wir uns von Malinowski tatsächlich erstmal wieder ein bisschen absetzen. Der Noah vorne hat wirklich einen richtig guten Job gemacht. War hier sehr konstant und gut unterwegs. Erstmal die ersten 10, 15 Minuten. Und ihr seht es auch in den Rundenzeiten. Wir waren jetzt 2/3 Zehntel schneller hier als der Malinowski und tatsächlich fast eine halbe Sekunde schneller als der Rest des Feldes da unten. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Aber diese kleinen Fehler hier, die taten dann weh. Durch die Schikane, wir kennen sie hier auf Imola, die musst du konstant gut treffen. Aber wenn du da einmal so einen Quersteher hast, dann seht ihr, es fehlen direkt wieder 2/3 Zehntel, die du hier verlierst. Und ja, wenn du das zweimal machst, dann ist so eine halbe Sekunde, die rausgefahren ist, direkt wieder zu. Und ihr seht es oben im Rückspiegel, der Malinowski kam halt wieder ran. Auf den Stapleford war der Vorsprung relativ konstant und dahinter der Jardi. Der hat sich auch weiter nach vorne gearbeitet, ist mittlerweile auf P5 und den müssen wir auch unbedingt mal im Auge behalten, denn ich kann euch schon mal vorwarnen, wir werden den Honda eventuell in diesem Rennen nochmal in irgendeiner Form, in irgendeiner Situation eventuell im Bild haben. Wir hatten ja in der letzten Season schon sehr, sehr häufig Kontakt mit dem Jardi und es war einfach, es waren einfach unfassbar krasse Battles dabei. So, aber jetzt erstmal weiter Konzentration. Der Malinowski macht weiter Druck. Wir können auf den Noah auch ein bisschen Druck machen und das Feld hat sich hier wieder zusammengeschoben. Also am Anfang konnten wir ein bisschen wegfahren. Jetzt hat sich das Feld wieder zusammengeschoben. P1 bis 3 sind jetzt hier wieder innerhalb von einer halben Sekunde und der Vorsprung auf P4 ist immer noch bei ungefähr 4 Sekunden. Also das Feld hat sich so ein bisschen einsortiert, auch von den Rundenzeiten her. Es war alles relativ identisch von den Rundenzeiten. Und jetzt ging es hier ans Eingemachte. Der Noah war hier ganz, ganz, ganz nah vor uns. Ich wollte ihn hier eigentlich nicht attackieren. Hab hier ein bisschen Gas rausgenommen, wollte ihn erst bumpdraften. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht nicht die beste Idee hier in ACC, weil die Physik manchmal ein bisschen komisch sind. Deswegen weiter pushen, pushen, pushen. Ich habe gehofft, dass der Noah hier vielleicht jetzt gerade mal noch so 1, 2 Zehntel draufpacken kann, weil der Malinowski wirklich hinter mir extrem viel Druck gemacht hat. Jetzt hier der nächste Fehler von mir. Wieder ein sehr dicker Quersteher, den wir hier aus der Schikane raus hatten oder in die Schikane rein und aus der Schikane raus hatten. Also es war insgesamt keine gute Schikane und dann kam der Malinowski natürlich in eine sehr gute Position. Ich dachte eigentlich, er macht das nicht und da hier hat er nochmal die Bremse gelöst, hat sich hier hingezeigt. Das war auf jeden Fall fair. Hier erstmal in diesem ersten Manöver, aber jetzt dieses zweite Manöver. Hier drückt er
mich ein bisschen weit. Und da bin ich kurz aufs Kies gekommen. Also, man sagt ja so schön, he pushed me off, honestly. Und genau so ein Ding war es auch. Er hat mir, sagen wir mal, so einen Meter zu wenig Platz außen gelassen. Auf dem Körper ist es sowieso mega rutschig gewesen. Aber dann, ihr kennt es, der Klassiker. Einer fährt an dir vorbei, attackiert dich, ist an dir vorbeigekommen und danach kriegt das irgendwie nicht gebacken, hier die Pace zu machen, dass du dich zumindest mal dranhängen kannst. Und dann stand er mir tatsächlich hier erstmal im Weg rum. Und das war wirklich sehr, sehr komisch. Der Malinowski, eigentlich ein unfassbar guter Fahrer hier im Porsche, der ja eigentlich eine sehr gute Pace gehen kann. Aber ihr seht es hier, wir sind ihm hier fast in die Karre reingefahren. Und hier hat er die Karre auch nochmal in der Kurve geparkt. Aus der Kurve heraus ist er auch nicht so gut gekommen. Und jetzt drückt er uns hier wieder fast von der Strecke. Und da gibt es fast die Berührung wieder hier. Also eine kritische Situation. Da ist er mir öfter mal vor die Karre gefahren. Und das war hier tatsächlich nicht ganz so schön, was er hier und da gemacht hat. Also es ist natürlich jetzt nichts passiert. Ich habe mich ein bisschen darauf eingestellt. Ich wollte natürlich jetzt auch nicht hier unnötig attackieren bzw. unnötig Zeit verlieren, weil ihr seht es hinter uns, Stapleford, Honzig und so weiter, wie sie alle heißen, nur noch 2 Sekunden hinter uns. Und das war das große, große Problem. Die waren jetzt hier gerade deutlich schneller, weil der Malinowski quasi hier vor mir geparkt hat, die ersten Runden, die er uns hier überholt hatte. Und das hat mich wirklich sehr verwundert. Ich dachte mir erst, okay, vielleicht, während er hier aus der ersten Kurve, aus der ersten Schikane wieder sehr schlecht rauskommt, da gibt es fast wieder, wie vorhin, die Berührung hier, weil er wieder kurz vor knapp hier vor meine Karre gezogen ist. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht steckt er auch irgendwie Taktik hinter, weil er irgendwie jemandem helfen will. Deswegen trödelt er da vorne jetzt gerade so ein bisschen rum. Aber er hat mir tatsächlich im Nachhinein geschrieben, dass er wirklich am Struggle war, dass er so ein bisschen den Fokus verloren hat. Und deswegen, ja, sind wir jetzt hier an die Box gegangen. Wir hatten nämlich keinen Sprit mehr, aber es war leider noch ein bisschen schmierig. Also es war noch nicht ganz abgetrocknet und das war natürlich jetzt sehr interessant. Wir hätten lieber ein paar Liter mehr Sprit mitgenommen, dann hätten wir den Stint nämlich länger ziehen können. Hier kommt der Noah, der war ein bisschen früher an der Box. Der Noah hat sich hier wieder durchgesetzt. Jetzt sind wir hier wieder auf P1 und 2, halt in der Theorie, aber Boxenstopperei nicht, ist es jetzt halt noch nicht das Feld. Deswegen, viele sind noch weitergefahren. Jetzt gerade sind wir auf P22 und es war wirklich komplett komisch zu fahren hier in diesem Moment, weil ihr seht, es ist eine Trockenlinie, die aber auch noch nicht final trocken ist. Also es ist hier wirklich sehr, sehr rutschig gewesen. Ihr seht das auch. Da kriegen wir auch jetzt hier die erste Warning, weil wir hier ein bisschen weit rausgerutscht sind und weil natürlich die Rundenzeiten jetzt nach und nach besser geworden sind, weil wir Zeit gewonnen haben, laut dem ACC Delta. Und da vorne kam jetzt der Malinowski aus der Box. Der hat hier den Overcut gemacht, aber es hat so gerade eben nicht gereicht gegen den Noah. Noah hat sich hier auf allerletzte Rille noch verteidigt, hat sich den ersten Platz quasi wieder zurückgeholt hier in der Theorie. Wir sind mittlerweile auf dem 10. Platz durch die ganzen Boxenstopps, die jetzt nach und nach natürlich absolviert worden sind. Und jetzt war es natürlich sehr interessant zu sehen, was der Malinowski jetzt hier bei abtrockener Strecke machen kann. Er war natürlich jetzt gerade erst, oder er ist natürlich jetzt gerade erst aus der Box gekommen, deswegen sind seine Reifen noch gar nicht im Arbeitsfenster, aber ihr seht es, meine sind es auch nicht, weil die Strecke hier sehr, sehr kalt noch war und die Reifen einfach keine Temperatur aufbauen konnten bei diesen Bedingungen, bei schmieriger Strecke. Und es hat jetzt aber nicht weiter geregnet, es hat immer weiter abgetrocknet und jetzt wollte ich hier unbedingt den Malinowski noch attackieren, weil wir haben es gerade gesehen, er ist nicht wirklich schneller gewesen. Er hat hier und da auch seine Fehler gemacht und deswegen wollte ich hier Druck aufbauen. Jetzt hier Aqua Minerali kann man hier eigentlich nicht attackieren, aber hier kommt er in einen leichten Drift. Konnte aber die Karre tatsächlich noch stabil halten und da hat er tatsächlich keine Zeit verloren. Also das war eine ganz knappe Geschichte. So, aber die Fehler können natürlich jetzt hier sehr schnell passieren. Gerade wenn du auf den Curbs anbremst, einfach mal zu schnell in eine Kurve reinlaufen lässt, das Limit noch nicht so richtig ausloten kannst hier in diesen Bedingungen. Das fiel uns natürlich jetzt ein bisschen leichter, weil wir schon 1-2 Runden gefahren sind bei diesen schmierigen Bedingungen und der Malinowski war hier noch in seiner ersten Runde, in seiner Outlap und musste sich an diese Bedingungen erstmal gewöhnen. Deswegen, ja, haben wir hier weiter Druck gemacht. Hier ist er spät auf der Bremse. Wir können jetzt hier in die Innenseite reinstechen, weil er da ein bisschen zu spät auf der Bremse war und das hat tatsächlich geklappt. Jetzt haben wir nur ein großes Problem, die lange Gerade, die auf Imola kommt. Und er hatte hier den etwas besseren Exit. Nur, ich habe gehofft, dass der Noah mir ein bisschen Windschatten gibt. 0,5 Sekunden sind wir hinter dem Noah. Der Windschatten hat aber nicht so wirklich funktioniert. Jetzt wollte er hier auf die Innenseite. Und jetzt kommt hier auch noch ein BMW aus der Box. Jetzt gehen wir kurz 3 wide und das wird ganz knapp. Der Stapleford hier ist aus der Box gekommen. Da konnten wir uns aber erstmal durchsetzen. Aber der Malinowski ist hier auf der Innenseite gewesen. Hat hier sich die Position wieder zurückerkämpft. Leider, leider haben wir es da nicht verteidigen können. Aber wir haben jetzt das nächste Problem. Der Stapleford, der war vorhin die ganze Zeit um die 4 Sekunden von uns weg. Und der BMW
der funktioniert hier im Trockenen tatsächlich nochmal um einiges besser, höchstwahrscheinlich als im Nassen. Also im Trockenen kann er hier wahrscheinlich eher den Unterschied machen und das wusste ich auch zu diesem Zeitpunkt. Deswegen wusste ich, okay, das wird ultra schwer hier zu verteidigen und der Noah hier mit einem Fehler, denn Malinowski geht vorbei. Leider musste der Noah da ein bisschen lupfen, weil er da sonst eine Warning bekommen hätte und ja, das war natürlich sehr, sehr unlucky, dass er da den Schwung aus der Kurve verloren hat, dass der Malinowski jetzt auf P1 ist und ja, wir hier nur noch in Anführungsstrichen auf P2 und 3 sind. Das war natürlich immer noch ein ultra, ultra gutes Ergebnis und jetzt hier ich mit dem nächsten Fehler in die Schikane rein. Zu schnell reingefahren. Da kommen wir nicht gut raus, der Stapleford hinter uns, aber tatsächlich auch nicht mit einem so guten Exit. Aber, wie wir schon oft erlebt haben, der Topspeed. Wir müssen jetzt gucken, dass wir uns irgendwie verteidigen können hier auf dieser sehr, sehr, sehr langen Geraden. Wir spulen mal ein bisschen weiter zum Ende der Geraden. Wir haben hier zum Glück noch Windschatten von dem Noah bekommen und der Stapleford kommt eigentlich hier in keine Angriffsposition. Er bremst hier aber sehr, sehr spät, trifft uns am Heck und da haben wir die Karre so gerade eben noch gefangen. Also, das war, ich denke mal, es war keine Absicht, aber ich denke, er hat einfach den Ticken zu spät gebremst, vielleicht auch bei diesen Bedingungen hier. Wir haben nämlich immer noch schmierige Bedingungen gehabt und es hat natürlich jetzt immer weiter abgetrocknet. Da vorne, der Malinowski hat wirklich gepusht und der Noah musste ein bisschen abreißen lassen. Wir waren am Noah dran, der Stapleford hinten in unserem Nacken. Hier habe ich in letzter Sekunde nochmal gesagt, nein, Kollege, tu es nicht. Ich wollte mich hier auf jeden Fall verteidigen und das war jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation, denn du hast deinen Teammate vor dir, der potenziell auf jeden Fall nicht langsamer war als du, aber du musst natürlich auch schauen, dass du dich irgendwie verteidigen kannst gegen den BMW. Und deswegen musste ich hier versuchen, irgendwie an dem Noah vorbeizukommen, wenn der natürlich jetzt hier auch noch irgendwo einen Fehler macht oder so, weil sonst wird es hier sehr, sehr schwierig zu attackieren. Nur wenn du vielleicht mal direkt dran bist auf der Start und Ziel, dann kann es hier funktionieren gegen den Porsche, wenn du selber im Porsche sitzt. Aber ansonsten, wie gesagt, wird es sehr, sehr schwer. So, wir gehen hier in die nächste Situation rein. Und hier der Noah ein bisschen zu schnell, Aquaminerali rein. Da ist er außen auf dem Curb gekommen, geht weit und das war ganz, ganz, ganz knapp. Also der Rejoin, das war wirklich Millimeter. Puh, da hätten wir uns fast gegenseitig abgeschossen. Hier können wir es uns auch nochmal in der Wiederholung ansehen. Hier zeige ich es euch nochmal. Das war unfassbar knapp. Also, wenn er da ja ein Millimeter oder ein paar Zentimeter weiter nach rechts gekommen wäre beim Rejoin, dann hätten wir uns hier gegenseitig abgeschossen und ja, dadurch waren wir jetzt hier erst auf dem zweiten Platz, aber der Stapleford, dadurch, dass wir jetzt keinen Windschatten mehr hatten hier auf der Start und Ziel, war es jetzt hier ein leichtes Spiel für ihn. Ich konnte mich tatsächlich nicht verteidigen hier in der ersten Kurve, in der ersten Schikane. Musst du natürlich auch schauen, dass du nicht innen auf diese Würstchen fährst und das Auto stabil hältst, deswegen musste ich da relativ defensiv fahren und konnte da nicht komplett drüber bügeln, sonst hätte ich hier vielleicht den Kollegen abgeschossen und hätte mich selber rausgedreht. Ich habe gesagt, okay, der Kollege wird wahrscheinlich eh schneller sein hier im Trockenen. Deswegen habe ich ihn ziehen lassen und ihr seht es auch. Der Stapleford hat seinen Vorsprung ausgebaut und der Jardi 2,2 Sekunden nur noch hinter uns. Ich habe es vorhin gesagt, der Honda könnte hier noch die eine oder andere Rolle spielen und im Trockenen war die Pace tatsächlich nicht da, also nicht so vorhanden wie im Nassen und ja, jetzt zieht euch mal die Rundenzeiten rein. 1,42,8 von uns, 1,41,6, 1,2 Sekunden, weil ich hier blöde Fehler gemacht habe in den letzten Runden. Das hat uns in eine ganz schwierige Situation gebracht. Wir gehen jetzt hier in die letzte Runde rein und der Jardi kommt wirklich hier im Rückspiegel angeflogen. Ich dachte, er ist ascended hier in Kurve 1 rein, aber das hat er tatsächlich nicht gemacht. So, aber er könnte hier noch ein paar Chancen kriegen in dieser letzten Runde. Wie oft hatten wir dieses Spielchen? Jardi gegen Mabix oder Mabix gegen Jardi? Diesmal haben wir den Spieß hier umgedreht. Hier ist er ganz nah an uns dran, aber hier kannst du normalerweise nicht reinhalten in diese Schikane. Das ist sehr, sehr schwierig. Die Strecke mittlerweile sehr trocken gewesen und ja, wir waren hier quasi unter kompletten Trockenbedingungen unterwegs. Die Strecke mittlerweile komplett trocken und ja, das war, wie gesagt, kein Vorteil hier für uns Porsche-Fahrer. Der Malinowski hat es hingegen sehr, sehr gut da vorne gemacht. Ich kam im Trockenen nicht so gut klar und der Jardi hat hier den Druck ausgeübt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich war mir eigentlich sicher, dass er es irgendwo hier probieren wird. Hier kommt er viel, viel besser raus. Ihr seht, das Aquaminerali, das ist normalerweise keine Stelle, an der du überholst. Deswegen habe ich hier die Innenseite zugemacht und da hat er auch nicht versucht, irgendwie außen dagegen zu halten, weil es funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Hier die Schikane kannst du normalerweise auch nicht reinhalten. Auch mit sehr viel Risiko verbunden. Ist er auch zu weit weg? Er zeigt sich im Rückspiegel. Ist hier sehr nah dran. Jetzt noch einmal die Schikane treffen. Ich habe sie wirklich wahrscheinlich so gut getroffen in den letzten ein, zwei Runden, wie ich sie noch nie getroffen habe in dem ganzen Rennen. Und das war wirklich das allerbeste Timing, was du dir hier vorstellen kannst. Jetzt kriegt er noch die eine Chance hier vielleicht beim Anbremsen. Er ist aber ein bisschen zu weit weg. Ich war auf allerletzte Rille hier auf der Bremse. Jetzt noch die letzte Kurve hier nicht ins Kies kommen. Beim Reinfahren nicht zu viel Körper mitnehmen. Hier nicht zu weit rauskommen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, den dritten Platz noch nach Hause zu fahren gegen den Jardi. Und das hat mich wirklich
extrem, extrem gefreut, Leute. Ich hoffe, ihr habt dieses erste Rennen hier bei der LFM Pro Series genauso genossen. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und checkt auf jeden Fall die andere Renn-Action hier auf meinem Kanal aus. Euer Mabix, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.